Heute unser Thema. Und das Herz ist ja was ganz, ganz Zentrales. Schon im Organismus ist ja das wirklich eine lebenswichtige Funktion. Ich habe das mal ganz nah miterfahren. Mein kleinerer Bruder, Mark, der hatte vor ein paar Jahren, durch das, dass wir in Afrika waren als Familie, hat er irgendwelche so Parasiten im Blut gehabt. Und die haben seine Herzklappe angegriffen. Und die wurde wirklich weitgehend zerstört, bis man das überhaupt rausgefunden hat, von wo das kommt und warum. Auf jeden Fall hat er schon eine Herzoperation hinter sich gehabt am offenen Herzen. Und es wurde doch nicht besser. Und ich weiß noch, als ich dann die Situation, als ich zu Hause war und meine Eltern waren im Spital und ich habe mitgekriegt irgendwie, dass es wirklich um Leben und Tod geht. Man wusste nicht, überlebt Mark diese Nacht oder nicht. Und ja, wirklich, Gott sei Dank, wurde die Operation möglich. Man konnte an der zweiten Herzoperation diese Herzklappe dann zum zweiten Mal sozusagen auswechseln und beheben. Und heute geht es ihm soweit gesundheitlich gut. Und da bin ich wirklich so, so dankbar. Aber das zeigt, das Herz ist wirklich was ganz, ganz Wichtiges, ganz, ganz Zentrales. Und ich würde es mal behaupten, manchmal, oder dass wir alle manchmal so eine Herzoperation brauchen, würde ich mal einfach so in den Raum stellen. Nicht an unserem physischen Herz, sondern an unserem inneren Herzen, an unserem Denken, an unserem inneren Menschen. Und um dem nachzugehen, möchte ich die Geschichte von David nehmen, von dem wir ja heute auch schon viel gehört haben. Und er, auch dieser David, hat eine Art Herzoperation gebraucht. Dieser Held wirklich, der so viel Gutes getan hat für Gott, der echt stark unterwegs war. Und man könnte sich fragen, dieser David, dieser Held, hat er das überhaupt nötig? Oder warum hat er so eine Herzoperation gebraucht? Und die Autoren der Bibel beschreiben immer wieder, dass das Herz des Menschen von dieser, sag ich mal, dunklen Macht, von einem Herrscher, dunklen Herrscher, das Herz sozusagen wie infiziert ist oder befallen ist. Und das ist entstanden dadurch, weil sich die Menschen gegen Gott aufgelehnt haben. Weil die Menschen gesagt haben, ich bin selber stark, ich bin selber gut, ich hab's drauf, ich will Gott sein, niemand soll mir was reinreden. Und das hat das ausgelöst, dass die Herzen einfach so in einem richtig schlechten Zustand sind. Aber zuerst zu David. Der war ja wirklich richtig krass unterwegs. Und man könnte fast meinen, wirklich, der hat's nicht gebraucht. Das Ding war auch noch, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Die Autoren der Bibel beschreiben auch, nebst dieser bösen Macht, dass auch einer kommen wird, der diese Macht besiegen wird. Diese Macht, die zerstört, die gegen Gottes Willen handelt. Diese Macht, die wirklich nur kaputt macht, wird auch Sünde genannt. Und dass diese Macht eines Tages gebrochen wird. Und dass einer kommen wird, der das vollbringen wird. Und man könnte wirklich fast meinen bei David, weil der so wirklich unglaublich gut drauf war, dass er das war oder sein könnte. Weil der war auch ganz nah mit Gott zusammen. Aber leider wirklich nur fast. Nur fast. Weil schnell wird's klar, dass auch David, auch dass sein Herz einfach von dieser bösen Macht betroffen ist. Und an einer ganz bekannten Geschichte wird das ganz klar offensichtlich. David war nach einer längeren Zeit, wo er echt erfolgreich war, wo er unglaubliche Siege eingesteckt hat, hat er sich ein bisschen scheinbar zur Ruhe gelegt. Auf jeden Fall seine Armee hat weiter gekämpft und David wurde vielleicht war es ihm langweilig, ich weiß nicht so genau, aber er wurde jedenfalls zum Spanner und hat irgendwie eine Frau beobachtet, wie sie sich da badet und hat scheinbar Freude daran gehabt.
Sie muss auch sehr schön gewesen sein. Auf jeden Fall, er geht einen Schritt weiter, erkundigt sich nach dieser Frau. Er erfährt dann, das ist irgendwie eine Frau von sogar noch einem seiner Krieger, vielleicht sogar noch einem seiner Freunde. Auf jeden Fall, es geht so weit, er begeht Ehebruch mit dieser Frau. Er bringt sogar noch diesen Krieger, der für ihn gekämpft hat, bringt er noch um. Also wirklich ein unglaubliches Desaster. Und am Schluss vertuscht er das Ganze und steht noch gut da, der dann sozusagen die Witwe noch heiratet. Also wirklich, man kann wirklich sagen, auf der komplette Linie versagt hat David. Und dann kommt ein Mann zu ihm, Nathan. Und der hat den Mut, David, er war ja zu der Zeit auch König, also es konnte ihm eigentlich niemand was sagen. Und dieser Nathan hatte den Mut, David damit zu konfrontieren, mit dieser Situation. Und wie David reagiert hat, wir haben schon gehört, dass David auch musikalisch war, dass er Gebete geschrieben hat, aber auch Gebete gesungen hat, Lieder, würden wir dem heute sagen. Er war ein Dichter. Und wie ist er damit umgegangen, mit dieser Konfrontation, oder wie hat er reagiert, David? Das hat er im Psalm 51 niedergeschrieben und diesen Psalm wollen wir zusammen lesen, wie dieser David eigentlich damit, mit dieser Situation umgegangen ist. Ich habe eine kleine Übersicht über diesen ganzen Psalm und ihr müsst das Ganze jetzt keine Angst haben, das müsst ihr auch nicht alles genau lesen können, ist ein bisschen klein geschrieben. Aber es soll mal so eine Übersicht geben einfach. Worum geht es in diesem Psalm? Wie ist der strukturiert? Weil das ist ganz eigentlich interessant. Also es beginnt, wie David einfach echte Reue zeigt. Und dann bittet er um eine Herzensveränderung. Um eine Herzensveränderung, Herzenserneuerung. Er gibt Gott die Ehre. Und beschreibt dann auch Gottes Herz, Gottes Sehnsucht und am Schluss dürfen Taten folgen. Das ist sozusagen die Übersicht. Und ich will exemplarisch aus diesen Blöcken so ein paar Verse rausgreifen und die möchte ich euch gerne vorlesen. Wir beginnen mit Vers 3. Die ersten paar Verse sind sozusagen die Situation, wo eben beschrieben wird, dass Nathan zu David gekommen ist und hat ihn eben konfrontiert mit dieser Situation. Und jetzt fängt das eigentliche Lied an von David und er reagiert so. Er sagt: Gott, sei mir gnädig um deiner Gnaden willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst. Und dein Urteil über mich ist gerecht. Ja, hier sehen wir David, was ich so an ihm bewundere. Er hat keine Ausreden. Er sagt nicht, ja, schwierige Situation oder Lebenskrieg oder was auch immer irgendwie. Es gibt ja immer gute Gründe oder so, warum oder keine Ahnung, vielleicht hat er gesagt, in meiner Ehe lief es nicht so gut oder ich, keine Ahnung. Aber einfach, David, er bekennt es einfach. Er sagt, ich bin schuldig, ich hab missgebaut. Und er beschönigt das kein bisschen. Er gibt es einfach zu. Er sagt eigentlich zum Schluss, Gott, du hast recht, ich habe Unrecht. Er sagt, ja Gott, eigentlich habe ich ja gegen dich, gegen deinen Willen habe ich gehandelt. Ich habe gegen dich gehandelt und vergib mir. Vers 7 dann sagt er, denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing. Hier sagt er, er bekennt eigentlich, dass diese böse Macht ja schon immer in seinem Herzen war. Schon als er, ja, als Kind war. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie ich als Kind war, zum Beispiel eine Situation,
Das war echt richtig übel. Wir haben so ein scheußliches Getränk zusammengebraut und dann irgendwie so verkauft als gutes Getränk und dann Leuten davon zu trinken gegeben und uns da lustig gemacht. Also wirklich furchtbar. Und ich könnte euch noch ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Wir waren ja auch vier Brüder und haben uns häufig gestritten, haben uns wirklich zusammengeschlagen und gerungen und bis aufs Blut bekämpft manchmal. Und da merke ich einfach, also an mir persönlich, da, wirklich seit Kind weg ist diese böse Macht in mir. Bin ich Egoist, möchte ich, dass es mir gut geht. Und was die anderen dann betrifft, das ist mir ziemlich egal. Ja, David sagt hier, Gott, du hast recht, ich habe Unrecht. Und er erkennt, dass er wirklich absolut sündig ist, wirklich nichts vorzuweisen hat. Hier sehen wir echte, tiefe Reue. Und aber auch den Wunsch nach Erneuerung, den Wunsch nach Reinigung. Und dann kommt sozusagen das Zentrum des Psalms. Vers 12 und 14 lese ich euch vor. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Nochmal. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Wie gesagt, das ist das Zentrum sozusagen des Psalms. Und in der, sag ich mal, hebräischen Dichtkunst, der Psalm wurde ursprünglich auf Hebräisch geschrieben, steht häufig so das Wichtige in der Mitte. Also das ist ein Aufbau und dann so das Zentrum sozusagen und dann geht es wieder weiter. Also das ist eine häufige Art der Dichtkunst. Und das ist eben dieses Zentrum, das ist so die Hauptsache in diesem Psalm. Und wir sehen hier, hier wird von einem reinen Herz gesprochen. Und das Herz, müsste man sich fragen, was ist überhaupt das Herz? Eben, es gibt ja das Organherz oder das symbolische Herz. Und mit Herz ist ja vielfach so, Emotionen verbinden wir oder Liebe irgendwie, wenn man verliebt ist oder so, zeichnet man Herzen. Oder ich mache Amy über WhatsApp häufig so diese Herzen, diese großen WhatsApp-Herzen, genau, wie auch immer. Und genau, was richtig cool ist, was ich sehr gerne mache. Aber, genau, hier in diesem Psalm, den David geschrieben hat, in dieser Kultur, war der Begriff Herz viel, viel weiter gefasst, viel, viel weiter. Umfasst viel, viel mehr als nur Emotionen. Es ist, ja, das Denken, der innere Mensch, auch der Wille, dass, wirklich der ganze innere Mensch, wenn von Herz gesprochen wird, ist gemeint. Und ja, wirklich als Lebenszentrum, auch von Vernunft und Denken, gehört damit dazu. Auch mit Gefühlen natürlich, aber eben viel breiter. Und David betet hier um dieses reine Herz, diesen reinen inneren Menschen. Und er sagt, schaffe in mir. Und dieses Wort schaffen, das wird nur für Gott benutzt. Also wenn Gott was schafft, sozusagen, dann wird dieses Wort hier benutzt. Also wenn Menschen was machen oder was schaffen, dann ist da ein anderes Wort. Aber dieses Wort wird nur für Gott benutzt. Zum Beispiel, wenn er die Welt erschafft, aus dem Nichts wird dieses Wort benutzt. Und hier sehen wir, das ist echt, das ist nicht einfach so ein bisschen Herz abwaschen oder so irgendwie ein bisschen putzen oder wie auch immer, sondern es ist ein Wunder, das geschieht, was nur Gott kann. Dieses reine Herz erschaffen und danach diesen aufrichtigen Geist oder auch beständigen Geist
hier Geist als Zentrum der Lebenskraft, von Gefühl, Wille, Antrieb. Und eben ein neues, diesen neuen Geist. Also das heißt, ein Vergleich mit dem Auto, wenn ihr vielleicht so ein rostiges Auto seht, und dann denkt ihr vielleicht, poliere ich das Auto ein bisschen ab oder so, oder lackiere einfach drüber, über den Rost oder wie auch immer, so jetzt ist es irgendwie wieder repariert oder irgendwie ein bisschen geputzt. Nein, wenn hier mit diesem reinen Herz und diesem neuen Geist, das ist wirklich was Neues. Also irgendwie so einen schönen, ich mag Toyotas, so einen schönen neuen Toyota, den man kriegt sozusagen. Oder ja, kann auch ein BMW sein oder wie auch immer. Genau. Ja, wie auch immer, das bedeutet das, was Neues. Also wir sehen hier die Sehnsucht von David nach einer Herzenserneuerung durch Gott, nach was Beständiges, nach was Nachhaltigem. Und danach gibt David Gott die Ehre. Er sagt in Vers 16 dann, ab Vers 16, Gott, mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung, Herr. Öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. David kann nicht mehr schweigen, was Gott an ihm getan hat. Er ist begeistert auf eine ganz natürliche Art und Weise. Er erzählt davon, was Gott an ihm getan hat. Es gibt so ein Sprichwort, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Also was im Herzen ist, das kommt raus. Und Vers 19 dann, wo wir Gottes Sehnsucht sehen, oder das, was ihm gefällt. Er sagt, das Opfer, das mir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Zu der Zeit waren ja Tieropfer üblich, das hat man so gemacht. Und hier wird von einem anderen Opfer gesprochen. Hier sieht man, worum es Gott wirklich geht. Man könnte heute die Opfer vielleicht vergleichen wie mit einer guten Tat oder so. Da gab es ja auch ganz verschiedene Opfer, auch Dankopfer und so. Also, es sind nicht die guten Taten sozusagen, die Gott beeindrucken. Oder wo man dann irgendwie, wenn man ein bisschen was Dummes gemacht hat, dann, keine Ahnung, dann macht man ein bisschen wieder was Gutes, dann gleicht es ein bisschen aus oder sowas. Nein, was Gott möchte, das, was ihm gefällt, ist ein reumütiges Herz. Wenn wir ihm unser Herz hingeben, egal wie es aussieht, auch wenn es echt ein schlimmer Zustand ist, er freut sich drüber. Er freut sich drüber. Und er wird es nicht ablehnen. Das ist sein Versprechen. Also hier sehen wir eigentlich Gottes Herz, seine Motivation. Und ja, wenn das wenn wir so eine Erneuerung erleben und wenn wir erleben, wie Gott das neu macht, dann werden auch einfach gute Taten, gute Sachen automatisch folgen. Genau, hier haben wir nochmals unsere Übersicht zu diesem Psalm. Und wie gesagt, dieser Psalm ist ja eigentlich ein Lied. Und leider sind die Noten abhanden gekommen, sonst könnten wir das jetzt zusammen singen. Aber da das nicht der Fall ist, freue ich mich jetzt sehr, dass Amy uns, meine liebe Frau, ein Lied vorsingen wird, die sie zu diesem Psalm gemacht hat. Und ich möchte uns einladen, dass wir einfach zuhören. Ich suche dein Leben.
Gott, komm ich zu dir und frag dich, vergibst du mir? Vergibst du mir? Vergib mir, vergib mir meine Schuld, sei mir gnädig, du hast so viel Geduld. Wasch mich rein, Herr, ja, ich brauch dich so sehr. Ich will dir folgen, dir dienen, dich lieben mehr und mehr. Was mich an diesem Lied so begeistert, ist diese Sehnsucht nach diesem erneuerten Herz, nach einem veränderten Herz. Und diese
Diese Sehnsucht sehen wir auch in diesem Psalm von David. Und diese Sehnsucht ist nicht irgendwie aus der Luft gegriffen oder irgendwie eine Wahnvorstellung oder irgendwie ein schöner Traum, sondern viele Autoren der Bibel haben das angekündigt, haben das verheißen, dieses neue Herz, erneuerte Herz, diesen neuen Geist. Zum Beispiel hat das Mose schon verheißen, im 5. Mose 30. Oder nach König David hat es Hesekiel 36, Vers 26, hat geschrieben von einem neuen Herz und einem neuen Geist. Oder auch Jeremia im Kapitel 31 spricht, dass das Gesetz Gottes, der Wille Gottes ins Herz geschrieben wird. Und etwa 1000 Jahre nachdem David gelebt hat, lebte ein Mann und der hat echt viel, ja, für Aufsehen gesorgt. Er hat echt auch die Gesellschaft gespalten. Die einen waren für ihn, die anderen waren gegen ihn. Aber interessant war, dass dort, wo er hingekommen ist, und er war ist mit Leuten in Kontakt gekommen, wo ich würde sagen, da lasse ich lieber die Finger davon, wie mit echten Verbrechern und Betrügern. Und das Interessante ist, die Menschen, die ihm begegnet sind, die wurden verändert. Die haben eine 180-Grad-Wendung gemacht. Da ist irgendwas passiert in ihren Herzen. Oder Menschen, die hoffnungslos waren, wo keine Hoffnung mehr da war. Und sie ihm begegnet sind. Die bekamen neue Hoffnung. Oder Menschen, deren Herz gebrochen war. Und sie hatten eine Begegnung mit diesem Mann. Die bekamen neue Hoffnung, neue Kraft, neuen Mut. Dieser Mensch hat anderen die Vergebung zugesprochen. Er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und einige haben gesagt, boah, das ist ja ein Skandal, das kann doch nur Gott alleine. Aber er hat dafür unterschrieben, wirklich mit seinem Blut, weil er später für die Schuld anderer wurde er hingerichtet. Er hat sein Leben hingegeben für seine Freunde. Ja, für die ganze Menschheit hat er sein Leben hingegeben und darf darum sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Aber mehr noch, er ist wieder auferstanden vom Tod nach 3 Tagen. Wieder auferstanden aus dem Grab. Und ganz viele Menschen haben ihn gesehen, haben davon bezeugt. Und einen ganz großen Teil eigentlich, oder fast ausschließlich aus dem 2. Teil der Bibel, die Autoren, haben das beschrieben. Haben beschrieben, wie sie diesen Mann, sein Name ist Jesus Christus, wie sie ihn erlebt haben, wie sie ihm begegnet sind, was er in ihrem Leben getan hat. Sie haben bezeugt, dass sie ihn gesehen haben, dass er auferstanden sind. Und das sind nicht nur ein paar, sondern das waren echt eine Fülle von Menschen. Und fast alle von diesen Autoren, die das bezeugt haben, sind für diese Botschaft, sind sie umgebracht worden. Und keiner von ihnen hat am Schluss gesagt, nee, es stimmt doch nicht oder keine Ahnung was. So sehr, das war ihr Leben, das zu bezeugen. Dass dieser Jesus für die Schuld der Welt gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und diese Botschaft hat sich ausgebreitet, mehr und mehr, unaufhaltsam. Viele Regime der Welt haben versucht, diese Botschaft einzudämmen oder zu... Aber es hat nicht funktioniert. Eher noch im Gegenteil, dort, wo sie versucht haben, das einzudämmen, ging das wie ein Lauffeuer weiter. Und diese gute Botschaft hat sich ausgebreitet.
Ja, dieser Mann heißt Jesus Christus. Und er hat seinen Nachfolgern den Heiligen Geist versprochen. Und dieser Heilige Geist macht heute das zu Ende, führt das zu Ende, was Jesus angefangen hat. Dieser Heilige Geist verändert Herzen, macht Herzen neu. Ja, mit Jesus wurde das alles erfüllt von dem, was David geträumt hat, von dem, was David sich gesehnt hat und viele andere Autoren angekündigt haben, wurden in Jesus erfüllt, in Jesus Christus. Und das heißt, dass ich nicht mehr von dieser bösen Macht, von der Sünde beherrscht werden muss. Das heißt, dass er eine Lösung hat, einen Weg hat, dass ich frei sein darf. Ja, wir müssen von dieser dunklen Macht nicht mehr beherrscht werden. Und das kann man einmal machen, zum ersten Mal machen, wo man einsieht einfach, Herr, auch ich bin betroffen, wie David in seinem Psalm, wo er sagt, ich bin betroffen, ich brauche dich. Mach du mein Herz neu, schenk du mir ein reines Herz, erschaffe du mir, tu du dieses Schöpfungswunder in mir. Einen neuen Geist, eine neue Gesinnung, die Stand hält. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass wir das auch immer wieder neu machen müssen. Immer wieder neu unser Herz Gott hingeben. Dass wir, ja, wie Paulus mal sagt, dass unser Denken erneuert werden wird durch den Geist Gottes. Das ist auch was fortschreitend ist, was immer wieder passiert. Dass man neu Gott sein Herz hingibt und sagt, mach du mein Herz neu. Vielleicht, wenn man einen Punkt merkt, ja, hier, das betrifft mich, da merke ich, ich habe dieses oder jenes, damit habe ich zu kämpfen, mit diesen Gedanken komme ich nicht klar und ich weiß, es ist nicht richtig. Oder du sagst, irgendwie Wutausbruch, immer wieder Wutausbrüche. Herr, und ich weiß, es ist nicht in deinem Willen. Erneuere du diesen Bereich, Jesus. Erneuere du durch deinen Geist. Oder vielleicht, wenn du deinen Nachbarn siehst, dann ist immer so was in deinem Herz, wo du sagst, knirschst mit den Zähnen. Jesus, erneuere du diesen Bereich meines Herzens. Vielleicht ist irgendwie Bitterkeit da oder Enttäuschung, wenn du die Nachrichten hörst oder wenn du über dieses oder jenes liest. Herr Jesus, erneuere du mein Herz. Erneuere du mein Herz. Haben wir Sehnsucht danach, dass Jesus unser Herz erneuert? Haben wir Sehnsucht danach, dass wir Jesus ähnlicher und ähnlicher werden dürfen? Dass wir verändert werden? Ja, es soll meine Sehnsucht sein. Und ich will euch dazu einladen. Ja, was würde das auslösen? Was würde das bedeuten in unserem Leben, wenn wir so unterwegs sind, mehr und mehr? Was würde das auswirken in unserem Umfeld, in unseren Familien? Ja, wir werden jetzt zum Schluss noch ein Lied zusammen singen. Und ich möchte dich einladen, dieses Lied einfach als ja, Zeit zu nehmen, um Gott zu antworten. Um Gott eine Antwort zu geben, wenn er zu dir gesprochen hat, wenn du merkst, irgendwie ein Bereich, das betrifft mich, das möchte ich Gott dir hinlegen. Vielleicht musst du sagen, wie in einem Bereich, Gott, du hast recht, ich habe Unrecht. Vielleicht möchtest du um eine Herzenserneuerung bitten.
ja, dein Herz eben denken, fühlen, handeln, deine Wünsche Gott hinlegen und sagen, erneuere du, mach du was Gutes draus. Ja, und Jesus liebt es, das zu tun. Er liebt es, das zu tun. Ich habe dort beim Kreuz so einen Korb mit so Kärtchen gegeben.